Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir haben in der letzten Episode die Akropolis hinter uns gelassen und beziehungsweise eigentlich sind wir noch, streng genommen sind wir noch da. Und jetzt müssen wir unseren Weg hier durchspannen. Wir haben eine Drahtrolle, ist glaube ich das falsche Wort, aber wir haben also eine andere Form des Seils gekriegt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Sachen in die Luft zu sprengen. Also ich glaube, wir sind jetzt so ziemlich vollständig mit allem ausgestattet, was wir benötigen, um das Spiel zu einem sinnvollen Ende zu bringen. Drücken Sie in der Luft Viereck um die Hakenaxt. Oh Gott, das geht doch schief. Oh. Okay, oh, das hat tatsächlich geklappt. Also ein bisschen. Ja gut, wir waren kurz hinterm Checkpoint. Aber da hätten wir doch locker runterfallen können, oder? Da liegt ein Rucksack. Kann ich da runter? Ich kann da nicht runter. Ich will da aber runter. Hallo? Oh, da will ich nicht runter. Aber hier würde ich gerne runter. Darf ich bitte runter? Arschlöcher. Kann ich mit Absicht zugemacht. Oh Gott, ah, da ist ein Baumstamm. Okay. So. Ah, eins der Leuchtfeuer, das wir angezündet haben. Sehr schön. Werfen Sie Ihre Hakenaxt im Sprung, um weit entfernte Kanten zu erreichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich habe irgendwie so total das Gefühl, dass das richtig schief gehen wird. So. Okay. Oh Gott. So Geschicklichkeitskram ist nicht zwangsläufig meins. Oh Gott. Sehr schön. Huhuhuhuhu. Okay. Oh Mann. Also es macht mich doch schon ein bisschen unruhig, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Heilige Scheiße. Die Kakenaxt kann sich... die Kakenaxt? Okay. Alter. Naja, gut. Gut. Tutorial überstanden. Lara, wenn du zur Kathedrale willst... Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Okay. Ach, Kipplaufflinte. Ein Hangman-Wort. So, was haben wir? Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt... Oh, ich habe sie wieder unterbrochen. Es tut mir leid. So, ich habe in der letzten Zeit relativ viel geheilt und auch relativ viel gebastelt. Von daher können wir jetzt wieder so ein bisschen was einsammeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich wollte eigentlich da oben. Ah, da kann ich wieder hoch. Okay. Gut. Weil hier war was. Hallo? Aufmachen? Lara! So, jede Menge Gedönse. Und ein neuer Text. Kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig. Aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Wildschweine sind richtig, richtig große Viecher. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe letztens auf dem Heimweg von der Arbeit, da muss ich halt durch so ein mehr oder weniger Waldstück fahren. Und ich habe von Weitem echt gedacht, es wäre ein Bär. Also ich habe wirklich gedacht so, Alter, was ist das für ein Riesenvieh? Und das war dann halt so ein Keiler. Also die haben schon eine anständige Größe, das muss man schon sagen. Also da kriegt man echt Respekt. Vor allen Dingen, wenn die sich dann in der Rotte bewegen, ist das auch nicht ganz so ungefährlich. Von daher, ja. Absoluten Respekt vor diesen Tieren.
Wobei die einen angeblich auch nicht angreifen, wenn sie ihre Jungen nicht zu beschützen haben. Aber man muss es ja nicht herausfordern. Wo sind wir hier? So, okay. Also das müssen wir hier wieder mit unseren Kavums feilen. Aber ich stehe ein bisschen zu nah dran für einen Kavums-Pfeil, ne? Naja, wir probieren das jetzt einfach. So. Nein, einmal so. Und einmal Kavums-Pfeil und zack. Ja, sag ich doch, steht zu nah dran dafür. Aber gut, was soll's. Wir heilen uns ja wieder selber. So. Und Vollautomatik-Flinte 1 von 4. Also wir kriegen... Vollautomatik-Flinte ist natürlich was richtig, richtig Geiles. Also das wäre schon geil, wenn wir die noch irgendwie voll kriegen würden. So, lauter Bastelmaterial. Was haben wir hier? Noch ein Text. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte. Und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Oh. Mehr als oh, habe ich dazu nicht zu sagen. So, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann nur schief gehen. Habe ich irgendeine Chance? Ja. Okay, ich kann mal hier rüber. Okay, ich glaube, das war richtig. So, Kartenerweiterung. Nehme ich an. Ja, Karte aktualisiert. Puh, okay. Ne, noch ein Stück vor. Ja. Und jetzt geht's los. Da unten ist einer. Ist der böse oder ist der gut? Oh. Ne, der gehört zu uns. Der ist zu... bäuerlich angezogen. Sie leben. Hi. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Oh, hallo. Jetzt sagt er mir nochmal hallo. Ich muss jetzt mal gerade auf die Karte gucken, weil das ist alles gerade hier so ein bisschen unübersichtlich. Okay, also ich muss da rüber, aber hier ist ja jede Menge Gedöns. Hier sind ja überall so kleine Inseln und weiß ich nicht was. Okay. Naja, ich habe ja versprochen, dass ich versuche, mich nicht mehr so häufig ablenken zu lassen. Das heißt... Entschuldigung, ich gebe mein Bestes. So, wo geht das hier hin? Oh, das sind böse, ne? Kann ich den ins Wasser ziehen? Ich glaube, die Einheimischen werden sich nicht widersetzen. Nicht da. Fuck! Okay, ich glaube, ich hab's, ne? Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen können. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Wird aber immer einen Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, die Teamstreichhölzer für den Job. Was soll's? Wie lange bist du schon... Ist der da am Pinkeln? Ein paar Monate. Aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gebürgt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet. Musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. G-
Genieße es. Meistens sind die Jobs viel kleiner und diskreter. Schade. Das hier ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist daran seltsam. Die Firmentypen sind hier draußen schon nervös. Sonst kennen sie nur ihre Geschäfte. Geht's um den Auftrag? Irgendwas, was sie uns nicht verraten? Keine Ahnung. Vielleicht lese ich das. Ist da jemand? Wir haben Feind, Soldat! Fuck. Feind! Los geht's! So, das war sowas, was ich jetzt eigentlich geplant hatte. Ich hab sie alle. Ich habe jetzt da keine Chance gesehen, das Stealthy zu machen, weil die sich gegenüber gestanden haben. Habe ich gedacht, dass ich mit dem Explosionspfeil vielleicht ein bisschen was reißen kann, aber irgendwie ist der dann mal wieder nicht explodiert. Ich habe ihn definitiv mit R1 abgeschossen und die waren auch angestellt, also keine Ahnung, was da abgeht. So. Da hinten war noch so ein Busch, wo ich mir Gedöns abmachen konnte zum Heilen. Ja, das hätte auch nichts gebracht von hier oben, glaube ich, aber... Wozu ist das hier? Das bringt gar nichts, ne? Die hätten mich halt auch gesehen hier oben, oder? Naja, egal. Da ist noch so ein Busch. Ach, das Zimmer schon wieder voll, das ging aber schnell. Okay, können wir hier rein? Nein. Gucken wir uns einmal so ein bisschen um, wo wir denn hin müssen. Darüber. Also wahrscheinlich wäre das auf irgendeine Art und Weise möglich gewesen, aber keine Ahnung. Bin da auch manchmal ein bisschen zu ungeduldig für, also was soll's. So. Da können wir noch einsammeln. Da können wir einsammeln. Ach, haben wir schon. Das ging ja flott. Es gibt Probleme. Riesenprobleme. Ich habe etwas rumgeschnüffelt. Ein paar Dateien für mich gespeichert und dabei eine Korrespondenz gefunden. Über mich. Und ich fürchte, ich sollte sie finden. Der Sicherheitschef weiß, dass ich Daten beiseite schaffe. Vielleicht schon die ganze Zeit. Im Moment beobachten sie es nur. Sie wollen wissen, was ich bezwecke. Ich wünschte, ich wüsste das. Ich werde sterben, nur weil ich neugierig und dumm war. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Arsch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gern persönlich sagen. Okay. Also, es gibt einige interessante Dateien, die man hier so auf die Art und Weise finden kann, aber irgendwie ist jetzt nicht alles von überragender Wichtigkeit, ne? Was man so findet, aber ist ja nicht so schlimm. Okay. Ihre Rollermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Erstmal checken. Also hier muss ich irgendwie auf irgendeine Art und Weise versuchen, welche anderweitig auszuschalten. Das ist sonst zu gefährlich. Den könnte ich lautlos mit einem Pfeil platt machen. So, weil den sieht von hier aus keiner.
So. Ich muss mich gerade so ein bisschen. Okay. Sobald wir mit der Suche hier fertig sind, könnt ihr mit den übrigen raufgehen. Wonach genau suchen wir denn? Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen nach allem, was diese Theorie stützt. Was denn genau? Wüssten wir das, müssten wir nicht suchen. Dokumente, Karten, irgendwas, das die These bestätigt. Warum gehen wir nicht rein und holen die? Weil sie auch glauben, das könnte gefährlich sein. Boah, wie kriegen wir das hin? Bevor sie Leben aufs Spiel setzen, glauben wir, die Einheimischen bewachen ihn? Hier sind viel zu viele. Ja, wir haben doch gezeigt, dass wir mit ihnen fertig sind. Warum nehmen wir ihn uns nicht mit Gewalt? Hör zu, du wirst für heute eine Belobigung bekommen. Du willst bessere Aufträge von Trinity? Dann such jetzt und lass die Fragerei. Hey, ich glaube, ich habe noch mehr Goldmünzen gefunden. Den da könnte ich schaffen. Das sind nicht deine. Ach komm, das ist Kriegsbeute. Ich glaube, du hast es nicht. Wir sind keine Regeln. Wir haben Regeln. Du wirst gut bezahlt, aber du musst gehorchen. Jedem Befehl. Und zwar. Du hast meinen direkten Befehl. Wie ich direkten Befehl. Aus dem Busch raus könnte es klappen. Exekutieren, der nicht gehorcht. Verstanden? Ja, ja, verstanden. Kein Problem. Okay. Gut. Hier unten die zwei machen mir ein bisschen Sorge. Psst. Weil wenn ich die platt mache, das müsste halt relativ gleichzeitig passieren, aber das werde ich nicht schaffen, weil die sich halt auch gegenüberstehen. Was aber klappen könnte... wäre... Nein! Was machst du denn da? Nein. Der hier. Der könnte gegebenenfalls funktionieren. Moment, da war was. Scheiße. Wer hat mich? Ach, fuck. Ich sehe sie nicht, ich höre sie nur da. Mit dem Giftpfeil hätte das halt eventuell klappen können, dass ich beide gleichzeitig ausdingse. Und dann hätte ich im Prinzip Ruhe gehabt. Ging leider nicht, okay. So, irgendwas hier. Da haben wir nochmal so einen Busch. Ah, ich glaube, wir waren voll, ne? Ich meine, ich könnte das mit den Flaschen probieren und weiß ich nicht was, aber ist halt die Frage, ob das klappt oder nicht. So, ich muss mal gucken, dass ich nein, ich will eigentlich. Ich will Dingspfeile herstellen.
normale Pfeile. Ich will aber Dingspfeile. Hier die. Herstellen, R1. Jetzt. Voll. Okay. So. Weiter geht's. Kipplaufflinte 2 von 4. Man findet ja schon einiges an Waffen hier, ne? So. Riesenareal. Nein, ich will die Dose nicht. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, das wäre das Buch hier auf dem Tisch. Ist doch auch das Buch auf dem Tisch. Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht. Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor 2 Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Sie kommen im Dunkeln heraus und durchstreifen das Tal, aber wir werden ihre Höhlen und andere unterirdische Schlafplätze suchen. Bleibt dicht beieinander. Wenn ihr Wölfe jagt, jagen die Wölfe ebenso wahrscheinlich auch euch.